Psychologischer Terror. Ja, hast du. Fuck, wie schnell ist der? Morgen, Jungs. Und Mädels. Wir starten hier mitten in der Intro-Sequenz quasi, weil im letzten Changelog die neuen Class-D-Models genannt wurden. Ajo. Und das sind sie jetzt wohl. Die schauen aus wie in der aktuellen Version eigentlich. Ja, nicht mehr wie so komische Roboter oder was. Dummies. Ja. Dummies, genau. Ich guck mir mal den Changelog an. Ja. Da haben wir einen Next SCP-096 Model. Was soll das heißen? Soll das Next oder New heißen? New. Aber das X und das W? Naja. Man kann sich ja mal vertun. So. Einige Bug-Fixes und neue Console-Commands. Willst du mal gerade gucken, ob da was steht? Die Bug-Hut steht da. Die Bug-Hut und Kamera-Fog. Oh. Spawn MTF. Nice. Komm mal rumexperimentieren, wie letztes Mal. Bei Gelegenheit. Okay. Können wir eine eigene Folge machen mit Console Commands. All Console Commands in SCP Container. Ja, in Englisch. In Englisch. Ja, nur der Title. English Title, but German Commentary. Steht noch in der Description. Sehr mies. Ja. Schon wieder? Aber das ist doch wieder exakt dieselbe Map. Ja. Obwohl das jetzt eine neue Session ist, eine neue Version und alles. Aber interessiert hier niemanden. Ja, was ist jetzt eigentlich das Ziel? Eigentlich müssen wir 096 finden, ne? Weil es die einzige Änderung noch ist. Neben den Konsolen. Ja, aber schauen jetzt einfach mal. Ist der hier? Der ist hier. Der ist da, wo ich nicht vorbeikomme, natürlich. Ja, wie? Jetzt kommen sie gar nicht mehr rum. Ah, doch, schau mal. Das ist voll cool. Warum schaut er jetzt nicht mehr nach oben? Das macht er nicht mehr, ne? In der aktuellen Version. Ja. Gibt es keine different Positions? Ich weiß nicht, doch, aber nicht die, wo er nach oben guckt, glaube ich. Die fand ich nämlich ein bisschen. Ja, so manche Änderungen, die der vorgenommen hat, verstehe ich auch nicht. Aber. Ja, auch den Finishing Move von ja. 106, der ist richtig. Das sollte einfach wieder in den aktuellen Version das alte, das ursprüngliche Model einbauen. Ja. Weil das neue sieht einfach scheiß aus und es hat keine Animation. Vor allem, ach, keine Ahnung. Da grinst er so schwul, ne? Ja. Damals war der viel more creepy. Halt, wenn das dieselbe Map ist, dann gehe ich jetzt mal einen anderen Weg. Oh. Was? Er hat sich nicht mal angekündigt. Nicht mal angekündigt. Ich habe nicht mal gesaved. Dann dauert das wieder ewig, da müssen wir don't blink. Nice, lass es mal. Echt? Ja. Okay. Dann gucken, ob die zweite Ladezeit jetzt schneller geht, nachdem das Spiel ja schon mal geladen wurde. Vielleicht weiß es ja, dass jetzt schon ein paar Teile im Raum sind. Aber scheinbar nicht, weil es dauert wieder so lang. Wurde nicht jetzt bis jetzt in irgendeiner Retro-Version schon mal, das im Tenshock stand? Reduced Loading Times oder sowas. Letzte vier Versionen können wir nachschauen. Nein. Nein. Nix. Gut, next try, Map Seed. Don't blink. Ich habe jetzt schon mal ein sehr komisches Gefühl hier in diesen Räumen. Da ist die Tür offen. Ach nee, hä? Was hab ich denn da gesehen? Ich glaube, ein Texture Bug oder eine Halluzination? Ja, an ihr Glaube. Der sich in deiner psychologischen Konstitution einfach mal so manifestiert hat. Schnauze. Sind nicht irgendwie Eyedrops da, ne? Eyedrops mit Z. Mit einem I vorne dran. So, als ob es von Apple wäre. So. Da ist keiner. Du meinst, man sieht es, aber du meinst ja die schwarzen Flecken an der Wand. Ne? Pass auf, jetzt sieht man nichts, wenn er kommt. Ja, ah, aus der Decke kann er kommen. Die sieht man wirklich. Ja, aber nicht vorher. Ach doch. Ach nein. Sehr wohl sieht man die.
Mr. Fearing. Was zu beweisen wäre? Aussage gegen Aussage. Bei Gelegenheit. Okay. Denn Tunnel hat auch keine schiefe Ebene. Aber es sieht so aus. Ja. Das ist auch voll so in Erinnerung gehabt. Jetzt werden wir dann die ganze Zeit runtergelaufen. Also laufen, laufen. Was? Ist das schief? Na gut. Aber echt krasse optische Täuschung. Ja. Jetzt machen wir langsam. Der kann ja in jeder Ecke stehen und knack machen. Knack! Und dich fisten mit seinen. Aus was ist der? Zementhänden. Ja. Und den, das Hausmaster-Event gibt's noch immer nicht. Sein Zement-Lümmel. Ah. Schiefe Ebene. Behutsam in deinen Anus einführen. What? Okay, pass auf, ich mach einen ersten Schritt raus, dann spawnt er hier. Oh. Ja. Oh. Ich muss erst in eine Richtung laufen. Aus was ist der eigentlich? Was für einen Lümmel hat der? Aus Corrosion-Material. Meinst du, der führt den dir auch? Also Säure oder Lauge. Was meinst du, was ist? Was ist wahrscheinlicher, wenn er sich durch Ding. Durch Wände travelt und so? Ja, aber Corrosion hat ja nichts mit Säure oder Lauge zu tun, oder? Doch, Corrosion ist. Das ist sowas wie Rost. Corrosive. Oxidation. Corrosive heißt ätzend. Bei Gefahr gut. Naja. Muss aufpassen, dass er. Der hat ganz viel Magic. Plötzlich aus seiner ganz different direction kommt. Ja. Moment, kommt er aus. Oh. One Direction. Siehst du, der kam schon wieder von irgendwo. Hast du denn auch atmen? Hört! Ich muss blinzeln! Dann lauf doch zurück! Ja, hinter mir war der andere! Hinter mir war der andere und hat mich gesaved. Was machen wir? Nochmal? Eigentlich müssen wir schon nochmal, weil wir brauchen jetzt. Das ist quasi die letzte, das haben wir ja gar nicht gesagt, die letzte. Stimmt. Retro-Episode, wir müssen die eine Neuerung noch sehen. Ja, weil wir uns geirrt haben, weil wir dachten, dass die 067 die erste Version war, die wir gespielt haben, aber die gibt's nicht. Gar nicht. Die gibt's nicht, wir haben die 066 gespielt. Da sind wir wieder einem Irrglauben auferlegen. Ja. Sag mir das so. Genau. Aufgesessen. Ja. Aufgesessen. Auferlegen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ah ja, genau, wir sind vielleicht tatsächlich dann durcheinander gekommen mit Sender, weil das die Version 097 war. Und ich glaube, es gab auch 087. Und wir beides zeitgleich gespielt haben damals. Oder kurz nacheinander. Ja, schon zeitgleich. Weil durch Sender sind wir erst auf SCP aufmerksam geworden. Da haben wir LAN-Party gemacht, hast du Sender mir gezeigt. Mhm. Und dadurch sind wir auf Horrorspiele gekommen. Mhm. Dann haben wir das mit dem Treppenhaus-Simulator erst gespielt und dann haben wir das andere SCP entdeckt. Also dieses SCP. Von Taimant. Ja. Jetzt haben wir endlich eine andere Map. Oder hat der doch kein Event mehr? Kein Bad Ghost. Ist beim Bad Ghost nicht auch die Toilette offen? Also es versucht zu überleben und einfach dieses blöde, ausgerenkte Kiefer. Siehst du, nichts. Man hat einfach nichts gesehen. Und jetzt tauchen die Dinger erst auf. Yes! Busted! Ich hab's dir gesagt. Jetzt haben wir den Beweis. Ja. Kannst du dir an die Wand hängen. Auszeichnung. Ich hatte recht. Mach einen Screenshot und druck's auf der Arbeit dann auf DIN A1 aus. Du bist der King. Formatpapier, Meter mal 70. Der King of the Ring ist ja. Sehr gut. So. Und was sollen wir finden? Das Book of Diseases. Oder was? Was hast du gemeint? Soll ich versuchen? Alles zu refinen? Safe aber. Hab ich. Also. Hast du nicht mitgekriegt, oder was? Nee, ich hatte gerade einen Sekundenschlaf.
Achso. So. Mit offenen Augen. Ich liebe diese alten Versionen. Es gibt so Momente, da kommen die ganzen Gefühle einfach wieder hoch. Ich würde es gerade sagen, dann bist du einfach nostalgisch. Ja. Ja, fuck, es sind jetzt schon bei über 2 Jahre, wo wir das machen, ne? Das Spiel. Fuck. Das sind nur noch so Loops wie am Anfang. Naja. Wird Zeit für ein neues Spiel. Ja, gut, Spiel ist auch unvorhersehbar eigentlich, ne? Oder kaum. Ja. Außer, dass du den Map sieht und. Nee, dann, selbst dann nicht. Ja? Vorhin hast du ja auch gemerkt, die Nine-Tailed Fox kam immer an einem anderen Ort irgendwie und zu einer anderen Zeit und. Ach ja. Und dann kommt mal wieder ein Bug. Und ja, gut, aber ich meine die Anordnung von den Räumen. Dass die Map Seed immer gleich ist. Nicht? Was sagt Alex B dazu? Das ist ja immer anders. Und dann gibt es ja auch noch bei jeder eine Possibility. Für ein Event. Ja, ist ach, es denn Scheiße. Eine Possibility? Genatzt! Mal wieder. Oh alles. Nein! Wie halt alles umsonst war. Jetzt mach mal hin, wir wollen den doch sehen, den Kiefermensch. Ja, das kann ja noch eine halbe Stunde dauern. Oh, schneid mal raus. Was, Kiefermensch? Ja, den ausgerenkten Kieferboy. Ich dachte. Du musst raus! Ich dachte, wir wollen das neue SCP sehen. Ach so, nein! Ach so, ja, stimmt. Das neue Model. Okay. Du Model. Okay. Jetzt bin ich wieder dabei. Du Model, du. Ich hab hier. Can Jump. Kennt ihr das Video? SCP-173 Can Jump. Ich kann es ja nochmal in der Beschreibung verlinken. Verlinkt es mal. Wenn ich es nicht vergesse. Das ist ein Klassiker, Leute. Ein Klassiker. Wenn oh, es nicht vergesse. Der ist da einfach ist aufgetaucht, oder? Immer da. Hat er sich gerade. Hast du vielleicht gerade geblinkt? Da oh, toll geportet. Gemacht. Das ist doch gut. Ja? Ja. Ah ja, geht. Sag ich doch. Ah ja. Bist du schon wieder halb am Ausrasten? Eskalieren. So. Hallo? Was? Blink, blink, blink. Der kommt hoffentlich dann, packt der ist da, von hinten. Der ist da noch nie hochgekommen. Der läuft keine Treppen. Der kann Jump. Ja, auf dem Catwalk. Aber hoffentlich das war ja hier Stair House oder weiß sowas. Weiß ja noch, was er macht. Behutsam einführen. Behutsam. Vor allem, ich weiß nicht, was du so alles in deiner Freizeit treibst. Vor allem ist er bei dieser Version irgendwie in einem einen Raum, da gehst du einen weiter, ist er schon im nächsten. Da ist er, da ist ja, er. Ja, safe, Junge. Und die Neuerung ist, pass auf, dass er nicht mehr den ausgerenkten Kiefer hat. Ja? Ja, das ist jetzt das Model, so wie wir es kennen, glaube ich, oder? Show me. Oh, der schaut aber hier, finde ich, nicer aus. Habe ich gesaved, ja, ne? Und die Animation ist auch nicer. Ne, stimmt, der schaut schon wegen anders aus. Der ist schon besser. Oh, wow. Am Ende ein bisschen more creepy. Ja, aber du kannst jetzt zwar weggehen, ne? Und dann? Ja, und dann wegrennen. Nein! Oh fuck, das kann er nicht, das kann er nicht. Haben wir? Ja. Der kann das hundertprozentig. Der kommt jetzt von da unten irgendwo. Jetzt ist halt richtig mies, wenn er da kommt. Der taucht ganz plötzlich auf. Oh oh, jetzt noch 173, komm. Haben alle drei. Schaffen wir's. Und ein Tail Fox. Machen wir so. Scheiße, dann sehe ich ja nichts mehr. Meinst du, wenn ich schnell bin? Fuck! Shit. Das sieht mir durch seine nicht glänzende Oberfläche gar nicht. Und der jetzt, aber wo ist der andere? Haben wir ihn da abgehängt? Bin mal gespannt, was passiert, wenn wir wieder hochgehen. Ja, ich glaube, der hast du gehört so. Ich glaube, jetzt kommt er wieder von vorne. Boah, ich sehe gar nichts. Es ist auch arg dunkel, du. Ich weiß noch, wo er immer gekommen ist, haben wir immer ewig rumlaufen müssen.
Na, übelst die Panik geschoben. Psychologischer Terror. Ja, hast du. Wow! Fuck, wie schnell ist der? Ah! Schmerz, lass nach! Ah. Ja, ich habe jetzt auch wieder mit aller Kraft. Übelst verkrampft. War doch wieder ein guter Abschluss. Ja, kann man sagen, ja. Ja, damit ist Retro offiziell abgeschlossen. Ja. Was kommt danach? Das seht ihr dann. Wir haben 1 an 5, bis es nichts Neues gibt. Ja. Wir wissen es selber noch nicht. Ja. Wir denken uns schon. Spontan, improvisiert. Ja. Seht ihr dann schon, wenn ihr geschmeidig bleibt. Bis dahin. Macht es gut.